Hallo und willkommen. Ich zeige in diesem Video, wie ich bei meinem Häkelprojekt bewegliche Arme und Beine mit sogenannten Fadengelenken angebracht habe. Hierfür brauche ich nur einen langen Faden und eine Nadel. Ich verwende einen doppelten Faden, der einmal durch beide Beine und durch den Körper gehen muss und einmal wieder zurück. So kannst du dann ungefähr die Länge des Fadens abschätzen. Die Position der Beine habe ich mit Stecknadeln am Körper markiert. Ich trete mit Faden und Nadel an der einen Stelle ein. Und trete an der anderen markierten Stelle wieder aus. Als nächstes steche ich mit der Nadel ungefähr mittig zweite Reihe in das Bein hinein und trete auf der anderen Seite eine Reihe weiter unten und ungefähr eine Masche weiter rechts wieder aus. Also ich steche quasi schräg nach unten. Ich steche dann eine Masche weiter wieder ein und komme auf anderer Seite an derselben Einstichstelle wieder raus. Ich steche dann wieder in den Körper rein, wieder in dieselbe Stelle und komme dann auf der anderen Seite wieder an derselben Stelle raus. Mit dem zweiten Bein verfahre ich dann genauso. Ich steche mittig einmal ein und komme eine Reihe weiter unten und etwas weiter rechts wieder aus. Steche dann eine Masche weiter wieder ein und komme an selber Stelle auf der anderen Seite wieder raus. Dann kann auch schon der Faden von der Nadel entfernt werden und die Fäden werden dann nochmal festgezogen, sodass die Beine dann auch direkt am Körper anliegen. Zum Schluss können die Fadenenden miteinander verknotet werden. Das sieht man dann auch an dieser Stelle später nicht. Und die Fadenende schneide ich nicht ab, sondern ziehe sie alle mit der Nadel in das Körperinnere, damit sie dann auch verschwinden. Übrigens, falls sich die Anleitung zu diesem Häkelhasen interessiert, den Link zum Video mit der kompletten Anleitung habe ich in der Videobeschreibung eingefügt. Das ist es auch schon gewesen. Ich hoffe, die Anleitung konnte helfen und wünsche viel Spaß.